Mahlzeit, ihr Lieben. Grüßt euch. Ich bin heute mal hier an so einem Lost Place. Hatte mal wieder Lust, ein bisschen erwachsen zu gehen. Ja, viel zu viel will ich hiervon gar nicht verraten, weil ansonsten wird wieder jede Menge Fragen gestellt. Ich werde diesen Standort nicht preisgeben. Was ich sagen kann, ist, dass es eins der Erstwerke von Fritz Schupp ist. Der Architekt, der auch die Zeche Zollverein entworfen hat. Und ja, leider Gottes ist dieses Objekt hier im schlechten Zustand, im sehr schlechten Zustand. Hat mehrfach gebrannt hier. Sehr, sehr viel Vandalismus, traurigerweise. Also ist das eben halt mit Objekten, die zu offensichtlich teilweise lost stehen. Ja. Von der Atmosphäre her sehr ruhig hier. Mittlerweile sehr zugewachsen vom Wald. Ein paar schöne Impressionen sind dabei. Ja, jetzt vielleicht werde ich mir noch ein Käffchen machen, ein bisschen was essen. Bisschen die Stimmung hier genießen und dann werde ich auch schon wieder des Weges ziehen. Weil hier gibt es nämlich noch was sehr Schönes und da werde ich auch mit euch hin. Jo. Ja, eigentlich ein sehr schönes Bauwerk. Wenn man den Architekten Fritz Schupp kennt, dann erkennt man auch echt wirklich seine Federführung davon. Also echt genial. Ja, hier kann man noch erahnen, was hier früher drin war. Hier waren Drehtüren drin. Man erkennt hier noch die radiale Mauerung. Und ja, leider alles verschwunden. Man kann aber noch erahnen, wie hübsch das hier alles war. Ja. Ja, die Empfangshalle, auch glaube ich, lässt noch erahnen, wie hübsch es hier war. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Bauwerk, welches leider, leider seinem Verfall überlassen wird. Setzkästen.
Drucker, also bevor man gedruckt hat. Und das ist eine Schachfigur, eine alte. Ich glaube, das ist ein Läufer. Eine Zeit lang war hier auch eine Druckerei drin. Und ja, doch. Allein die Buchstaben, die hier vermerkt sind. Teilweise sind da auch noch Druckrohlinge dabei. Die Punkte haben gefehlt. 10 Stück. 5er. Schaut mal. Ja, das sind Sitzkästen. Sitzkästenführer. Sag ich mal, alte Drucksysteme, wo man Buchstaben quasi gesetzt hat. Früher hat man ja nicht gedruckt, sondern in der Hinsicht klassischer Buchdruck war eben halt mit so Zinnbuchstaben. So genau weiß ich es nicht. Man möge mir verzeihen, wenn ich falsch liege. Oh. Wieder jede Menge gestohlene Dinge. Die Luft hier ist auch sehr schlecht drin. Jede Menge Fäkalien. Nicht so schön hier. Ja. Auch sehr stark verbrannte. Alles sehr stark verbrannt. So, raus hier. Endlich mal in der Natur. Hatte jetzt doch beschlossen, das Lost Place quasi zu verlassen und euch mal hier so eine kleine lustige Sache zu zeigen. Ich bin jetzt schon ein Stück gelaufen. Ja, sieht ja aus wie wunderschöne Natur hier. Ist es auch. Mittlerweile hat die Natur sich hier ziemlich viel zurückgeholt. Aber war nicht immer so. Kann man es vielleicht schon da erahnen. Das hier war mal eine Rennstrecke. Die ist, bis, soweit ich weiß, bis in Ende der 70er verwendet worden. Musste dann quasi auf Bedenken
kann ich ja noch so ein bisschen erahnen. Hier ist mitten ein Gulli auf der Straße, auf dem Asphalt. Ja, das war eine Rennstrecke hier, die wurde bis Ende der 70er betrieben und ist dann quasi dem Verfall auch überlassen worden, wie vieles. Hier war die Zuschauertribüne. Ja, und hier kann man noch ein bisschen erahnen von der Rennstrecke. Märchenhaft mittlerweile. Ja, wir gehen einfach mal ein bisschen die Strecke entlang. Wie gesagt, hier war eine Zuschauertribüne, wo ich mich gerade befinde. Soweit ich weiß, ist man hier sogar mit seinem eigenen PKW hergefahren. Das waren unvorstellbare Zeiten in den 70ern. Heutzutage wäre das unvorstellbar, dass man mit seinem eigenen Fahrzeug an der Rennstrecke entlang ballert. Ja, doch, geht, ich weiß. Ja, aber nicht hier im Ruhrgebiet. Ja, lässt sich noch alles ein bisschen erahnen. Jetzt möchte ich auch gar nicht mehr so viel reden, sondern will euch einfach noch ein bisschen mehr zeigen. Bis später. Ja, ist schon ziemlich faszinierend zu sehen, wenn man so eine Rennstrecke entlang geht, wie krass die Natur das verändert. Also es ist malerisch. Ja, Wetter ist heute nicht allzu gut, aber was sage ich allzu gut? Wetter ist in Ordnung. Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung, Leute. Ja, gerade diese nasse Stimmung hier, ich stelle mir das unheimlich cool vor, mal eben so nach Feierabend, so wenn die Kumpels frei hatten, war ja noch in der Zechenzeit, mal eben so schnell noch mit dem Käfer, den sie damals hatten, quasi noch so eine Runde mal eben zum Perzen und ja, einfach das Wochenende einzuläuten. Viele, viele Details hier. Ich werde nochmal meine Fresse ausblenden und zeige euch hier nochmal so ein paar Details. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie das hier abgegangen ist. War bestimmt schön. Aber ist jetzt auch schön. Die Natur hat sich das echt hier in so einen richtig kleinen magischen Ort verwandelt, finde ich. Hat viel von zauberhaften, also es ist einfach zauberhaft, wenn du hier durchgehst und, sag ich mal so, die Wirkung von dieser Gradlinigkeit teilweise mit der Natur, die alles verschlingt. Ich kann das schwer beschreiben. Es auf jeden Fall sieht wirklich fantastisch aus. Ja, ich suche mir jetzt noch einen Platz, wo ich
ein bisschen verweilen kann, sprich, wo ich mich hinsetzen kann, ein bisschen was kochen und dann wird, denke ich, das Ende des Videos bald erreicht. Ja. Da hinten habe ich einen guten Ort gefunden, da werde ich mich hinsetzen. Ja. Bis gleich. Ja, nebenan wird die Zukunft gebaut. Wie gesagt, ich bin hier in der Vergangenheit. Ein schönes Plätzchen ist hier raus geworden. Im Sommer bestimmt auch schön schattig hier. Momentan ist es schattig. Deswegen werde ich mir jetzt schön was Warmes zu essen machen. Ich habe ja alles dabei. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was das noch gibt. Jetzt gucken wir uns erstmal ein Käffchen. Ja, die Raben sind auch am Singen. Fangen wir erstmal an, jetzt hier was zu brutzeln. So, schieben wir die Kamera mal ein bisschen weiter rüber. Geht das gut? Ja, das geht gut. So müsst ihr nicht mein Gesicht sehen, hört aber meine grässliche Stimme. Es ist immer schlimm, sich selbst zu hören in den Videos. Ja, heute eine Menge erlebt. Hatte ich aber auch Lust drauf nach der Quarantänezeit. Ah, Leute, da steht uns noch was bevor. Wenn das wirklich so weit kommt, wie das viele Leute sagen, dann können wir uns da noch warm anziehen. Ey. Ja, als erstes wird jetzt erstmal ein Käffchen gemacht. Jetzt wird Zeit, dass warm wird. Ich habe jetzt hier gesehen, ich muss mal ein bisschen runter, ich habe hier auch noch einen nassen Arsch vom Moos. Also ich habe jetzt hier gesehen, dass sehr, sehr viel Totholz von Birken ist. Ich werde jetzt gleich auch noch mal die Chance nutzen, werde noch Birkenrinde einsammeln. Ja, ich mache jetzt hier ein lecker Käffchen und was habe ich denn noch zum Manfeln in der Tasche? Ich hoffe, ich habe noch was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Tasche einfach nur gepackt und bin losgegangen. Ja, natürlich, habe ich noch. Wie gesagt, lecker Käffchen kochen. Ich werde mir hier 3 in 1 machen. Kennen wir alle. Marke brauche ich nicht nennen. Ja, und dann gibt es. Was machen wir denn hier? Lecker Käffchen. Schinkenhörner? Nein. Ich glaube, ich esse mir nur Müsli-Riegel. Käffchen und Müsli-Riegel. Klingt gut.
Ja. Pokémon. Ja. Geht raus, erlebt eure eigenen Abenteuer. Gibt überall schöne Orte, richtig schöne Orte. Auch wenn die Züge herballern. Aber schön ist es trotzdem hier. Gut, man muss ein bisschen verschroben sein. Ne? Das sind die meisten Leute im Ruhrgebiet so oder so. Da kann man auch sowas schön finden. Ich weiß nicht, so Industriebauten und Industriekultur an sich hat immer für mich eine Faszination gehabt, immer. Sei es jetzt eine riesige Apparatur, die man versucht zu verstehen. Als Kind hat man natürlich noch gar nicht den Überblick davon. Aber die Faszination ist da und die ist bis heute erhalten geblieben und deswegen liebe ich das auch so. Es ist leicht morbide. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt noch auf dem Heimweg. Ich stapfe jetzt noch ein bisschen durch die Pampa. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht das Beste draus. Auch wenn die Zeiten ein bisschen schwierig werden jetzt in naher Zukunft. Haltet zusammen. Bleibt gemeinsam auf dem Weg, den ihr gehen könnt. Und ja, was soll ich sagen? Macht das Beste draus, Leute. In dem Sinne, macht's gut.